Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Wir erinnern an den Maler Moritz von Schwind, den halten Experten für einen Meister der Spätromantik. Der Mann ist das, der die berühmten Fresken auf der Wartburg gemalt hat. Moritz von Schwind, er ist inzwischen im Kanon der Kunstgeschichte aber so ein bisschen ins Rutschen geraten. Noch nicht vergessen, aber es scheint in diese Richtung zu gehen. Wir halten so ein bisschen dagegen heute. Heute vor 150 Jahren ist Moritz von Schwind gestorben. Gibt der Wirt etwas zu essen oder lebt man da von der Jagd? Gibt es ein Klavier, eine Geige? Ich hoffe, einen angenehmen Helfer mitzubringen, dass wir doch ein lustiges Leben haben, sonst ist das Freskomalen nicht auszuhalten. Moritz von Schwind bereitet sich auf seinen nächsten Arbeitseinsatz vor. Dieser führt den Maler 1854-55 auf die Wartburg. Indes lassen die Fragen an Burgkommandant Bernhard von Arnswald keinen Zweifel. Der in München lebende Wiener hat nicht nur seine Kunst im Kopf. Schon in seiner Wiener Zeit zeigt der 1804 geborene Schwind einen deutlichen Hang zum Genuss. Das verbindet ihn mit seinem engen Freund Franz Schubert. Beide pflegen die gleichen Leidenschaften. Für Wirtshäuser, für den Wein, für die angeregte Diskussion. Der Schriftsteller Eduard von Bauernfeld gehört zum Kreis um Schubert und Schwind. Wir waren unzertrennlich. Das ging so weit, dass wir in der ersten Zeit wechselweise beieinander übernachteten, wo denn der Mitteilungen kein Ende wurde. Auch an anmutigem, weiblichem Umgang war kein Mangel. Aber nicht nur deshalb ist Schwind in diesem Kreis gut aufgehoben. Die Kunst steht hoch im Kurs und Schwind kann Klavier spielen, singen und natürlich malen. Schon frühe Arbeiten erregen Erstaunen. Selbst Altmeister Goethe ist überrascht, als er Illustrationen des 19-Jährigen zu Tausend und einer Nacht betrachtet. Wie mannigfaltig bunt die Tausend und eine Nacht selbst sein mag, so sind diese Blätter. Überraschend abwechselnd, durchaus originell, so dass wir weder dem Stoff noch der Behandlung nach etwas Ähnliches kennen. Sein Maltalent reist Schwind aus Wien fort. Er will seine Fähigkeiten weiterentwickeln und tritt deshalb 1828 in die Münchner Akademie ein. Wenn ich denke, wie einer in Wien empfangen wird, so graust einem vor dieser Weinerlichkeit und Unfreundlichkeit zugleich. Aber der Umzug nach München ist goldrichtig. Der Romantiker, der sich in seinen Arbeiten von Märchen und Mythen inspiriert zeigt, die Schönheit der Natur hervorhebt und nicht selten den Humoristen gibt, wird vom bayerischen Königshaus als Freskenmaler verpflichtet. Weitere große Aufgaben folgen. In Karlsruhe, auf der Wartburg, im Wiener Opernhaus. Doch Schwind beherrscht auch die kleine Form. Zeichnungen, Illustrationen oder Karikaturen. Wie jene über den Bayernkönig und sein Verhältnis zu Lola Montes. Ein Revolutionär ist Schwind deshalb noch lange nicht. Im Revolutionsjahr 1848 notiert er: Ins Wirtshaus gehe ich gar nicht mehr. Ich kann das politische Geschwätz nicht aushalten. Hinter dieser Aussage des Bier- und Weintrinkers verbirgt sich ein Konservatismus, der seiner Karriere durchaus förderlich ist. Zumal sich die Auftraggeber auf ihren Schwind verlassen können, wie der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach. Nachdem der Maler seine Arbeiten auf der Wartburg beendet hat, zeigt sich Karl Alexander geradezu überwältigt. Sie haben deutscher Geschichte und Kunst ein, dem Vaterland wie Ihnen selbst, würdiges Denkmal gesetzt. Moritz von Schwind stirbt vor 150 Jahren. Das war ein MDR-Kulturkalenderblatt von Thomas Hartmann und Conny Wolter.